Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krisenfest, dein Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte. Mein Name ist Rani Gindl und ich habe heute eine besondere Folge für dich. In dieser Folge erzähle ich dir nämlich zuallererst, dass ich es mir ein bisschen leichter machen werde und es möglich ist, dass dieser Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern 14-tägig erscheint. Ich habe mich aber auch noch nicht ganz so entschieden, weil dieser Podcast mir so am Herzen liegt und mir sowieso so viele Dinge einfallen. Aber ich werde hinkünftig nur noch ein Interview pro Monat veröffentlichen, weil das einfach wirklich sehr, sehr viel Arbeit ist, weil ich ja möchte, dass diese Interviews wirklich grandios sind und sie deswegen schneide und vorbereite. Und mir sind auch die Blogartikel dazu wichtig und die Werbung. Das heißt, ich legt da recht viel Arbeit hinein und habe einfach festgestellt, zwei sind mir aktuell zu viel und deswegen nur noch eines. Und höchstwahrscheinlich wird der Podcast jetzt mal eine Zeit lang 14-tägig erscheinen, einfach damit ich mich in meinem Raum-Zeit-Kontinuum wiederfinde und neu einrichten kann. Im März beginnt bei mir immer die Uni und ich habe mich eingetragen und bin sehr motiviert, in Richtung Master zu gehen. Vielleicht habe ich es schon mal erwähnt, ich studiere an der Universität in Wien Sprachen Südasiens im Master und für mich ist die Sprache der Stunde Sanskrit gewesen, weil ich schon als Yoga-Lehrer-Anwärterin unbedingt Sanskrit lernen wollte. Das war 2008. Da habe ich irgendwie gefunden, das ist so faszinierend. Inzwischen weiß ich, es ist Mathematik in Sprache, könnte man sagen. Es ist die totale Herausforderung für mich und ich liebe es sehr. Also die Texte zu lesen macht mir sehr viel Spaß, die Sprache zu verstehen, die Grammatik zu entschlüsseln. Alles grandios, aber braucht halt alles Zeit. Und die muss ich mir einteilen und muss ich mir nehmen. Ein zweites großes Thema, das ich heute ansprechen möchte, passt genau zu dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich war im Jänner-Modus, da habe ich gemerkt, okay, es braucht alles ein bisschen länger, ich möchte jetzt eigentlich noch nicht starten. Ich habe mit der wunderbaren Luise von Bülow darüber gesprochen. Das Interview kam vor ein paar Wochen heraus. Ich habe mit der wunderbaren Fabienne Truffer auch darüber gesprochen, wie Planung weiblich gehen kann. Und wenn wir weiblich sagen, dann meinen wir zyklisch. Und wenn wir an Zyklus denken, dann denken wir auch, vielleicht du auch, an den Mond, an die 28, sowieso Tage, die der braucht. Und die sozusagen einen Mondmonat ausmachen von Neumond zu Neumond. Da steckt einfach irrsinnig viel drinnen. Das erste Mal, es war nicht das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, aber ein Buch, das mich dazu auch sehr inspiriert hat, war das Buch Do Less von der, dass ich jetzt nichts Falsches sage, Kate Northrup. Und die Kate Northrup ist die Tochter von der Christine Northrup. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Aber die hat dieses grandiose Buch geschrieben, Frauenweisheit, Frauenkörper. Und wir haben einfach, und wahrscheinlich hast du es auch schon bemerkt, dieses Gefühl und dieses nicht genau logische und dieses zyklische, und wir sind jeden Tag anders, wie denn auch sonst. Unsere Hormone sind jeden Tag anders eingestellt. Wir haben ganz viele Prozesse, die in unserem Körper passieren, damit wir sein können, wer wir sind als Frau. Und da ist es ganz normal, dass wir uns nicht jeden Tag gleich fühlen. Ja, also und gleich zu dem Hingehen, zu diesen Monatsenergien, war eben der Jänner-Modus, dieses Ruhegeben. Im Februar war so die Tendenz oder die große Frage, die ich herausgelesen habe aus den ganzen Informationen, mit denen ich gearbeitet habe, dieses, wer will ich sein? Ja, im Februar ist ja auch der Fasching, wir tragen verschiedene Masken, wir haben verschiedene Rollen, aber wer will ich eigentlich wirklich sein? Wohin soll oder wer möchte ich sein oder wer muss ich sein, um die Ziele, die ich mir vielleicht im Jänner 2024 gestellt habe, auch wirklich
im Jahr 2024 zu erreichen. Wer muss ich sein? Was muss ich für Qualitäten haben? Was muss ich für Eigenschaften haben? Was muss in meinem Leben sein als Routine, damit ich meine Ziele erreichen kann? Das ist eine tolle Frage. Ja, wer will ich sein? Ich möchte zum Beispiel ein sportlicher Mensch sein und im Moment bin ich kein sportlicher Mensch, weil ich keinen Sport mache. Aber da gibt es eine gute Lösung dafür. Einfach Sport in den Tag einplanen und wenn es nur 10 Minuten sind. Und da werde ich mich auch kräftiger an der Nase nehmen. Und in den März hineingetragen habe ich die Frage, was inspiriert mich? Was inspiriert mich? Wo ist meine Vision? Was sind so die ersten kleinen Schritte? Und wenn du mich kennst, weißt du, dass ich ein Fan von kleinen Schritten bin. Was sind so die kleinen Schritte, die ich unternehmen kann, die ich unternehmen muss? Und in dem Ganzen, muss ich sagen, fühle ich mich so ein bisschen gebremst, weil ich bin jemand, der gern schnell Ergebnisse hat, gern schnell Ergebnisse sieht. Und das geht einfach nicht, gell? Im Jahr geht das einfach nicht, weil wir sind erst im März. Das Jahr dauert bis Dezember. Es steht noch der gesamte Frühling vor uns. Es steht noch der gesamte Sommer vor uns. Wir haben so viel Zeit noch. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, boah, musst du jetzt nichts machen, sondern genieß die Zeit, das alles wirklich stabil aufzubauen. Wenn du ein Haus bauen möchtest, ist es auch großartig, wenn du dir Zeit nimmst, zuerst mal zu planen. Ja? Wie soll denn dieses Haus ausschauen? Was soll da alles drinnen sein? Welche Materialien möchtest du verwenden? Und genau, wie soll das im Endeffekt ausschauen, so diese Vision zu haben, dieses Fokus, wo will ich hin, was ist so mein großes Ziel, was kann ich in diesem Jahr dafür tun, wer muss ich dafür sein und was muss ich dafür geben, in welche Richtung muss ich dafür gehen. Und ich liebe dieses Bild von dem riesen Dampfer am Ozean, wenn der seinen Kurs ändern will, dann reißt er nicht das Ruder herum, sondern er verändert seinen Kurs um 1 bis 2 Grad. Und dann ist unglaublich. Ja, also gibt es ja Studien, glaube ich, oder zumindest haben das Leute berechnet, dass wenn wir nur um 1 Grad, wenn wir nur um 1% etwas ändern, jeden Tag, oder wenn nur um 1 Grad diese Route von diesem Dampfer ein bisschen geändert ist, landet der ganz woanders. Das heißt, ich muss mich wirklich zurücknehmen und sagen, okay, bremsen. Und das tue ich gerade. Und deswegen habe ich auch die Entscheidung getroffen, jetzt mal mit dem Podcast eine andere Reihenfolge zu haben und wollte dir das aber natürlich noch mitteilen. Deswegen erscheint dieser Podcast jetzt heute noch, allerdings nicht am Mittwoch wie gewohnt, sondern am Donnerstag. Und das liegt daran, dass ich einfach andere Prioritäten gehabt habe und anderen Dingen den Vorrang gelassen habe. Ich bin gerade dabei, meinen Schreibtisch ein bisschen aufzuräumen, auszumisten und eine Sache nach der anderen einfach abzuarbeiten. Dafür liest du von mir im Moment recht viel auf meinem Blog. Also es zahlt sich aus, den zu abonnieren. Wenn du den abonnierst und per Mail das machst auf meiner Website, dann bekommst du einmal in der Woche am Montag alle Blogbeiträge, die ich veröffentlicht habe. Es ist im Regelfall nur einer. Letzte Woche waren es vier. Ich war selbst ein bisschen ja, entsetzt. Aber ich habe mir gedacht, bei jedem einzelnen Thema, das muss jetzt raus in die Welt. Und ich möchte das teilen. Und deswegen ist es so passiert. Und auch heute habe ich schon einen Blogartikel veröffentlicht. Der Podcast ist auch immer als Blogartikel veröffentlicht. Also da kannst du auch den Podcast abonnieren, gleich mit dem Blogpost dazu, wo du einfach auch schon reinlesen kannst, worum es geht und dir ein paar Zitate von mir anschauen. Ja, es gibt noch ein großes Thema, über das ich eigentlich sprechen wollte. Ich werde in einem anderen Podcast drüber sprechen, aber es hat auch viel damit zu tun, wie wir leben. Und es ist mir so wichtig, immer wieder zu sagen, wenn wir nicht selbst unsere besten Freunde sind, dann wissen die anderen Menschen nicht, wie das geht. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass unser Körper freundschaftlich mit uns verbunden ist, Körper, Geist und Seele
nur das Beste für uns wollen. Und ich studiere das gerade, ich lese gerade noch ein Buch, das werde ich auch noch rezensieren, wo es darum geht, wie Psychosomatik wirkt, weil ich bin ja zweifach lungentransplantiert. Ich habe immer wieder Hautprobleme und es nervt mich wirklich sehr. Und ich denke mir jetzt, die Medizin kann mir nicht helfen, aber ich weiß, ich kann mir selbst helfen. Und das ist für mich ein ganz ein großes Ding, ein ganz ein großes Thema. Und da bin ich jetzt noch dran, ein zusätzliches Projekt. Ja, ich werde schauen, vielleicht veröffentliche ich den Podcast noch heute, aber jetzt kümmere ich mich um mich und treffe eine Freundin. Und ja, sag dir Tschüss und du wirst bemerkt haben, das ist wieder eine reine Audiofolge, einfach weil ich jetzt den Podcast aufnehmen wollte, aber nicht so viel Tamtam machen wollte und deswegen funktioniert das mit Audio solo einfach noch am besten. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich entschuldige mich dafür, dass ich heute so schnell gesprochen habe. Vielleicht kannst du das Podcast-Wiedergabegerät auf minus 0,5 schalten und mich dadurch ein bisschen entspannter hören. Ich muss jetzt los, aber ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich schicke dir eine feste virtuelle Umarmung durch den Äther. Die kann man immer gut brauchen. Und sage vielen Dank und Namaste. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Rani.